herzlich willkommen zu Sky Sport News AD. Wir sind der erste 24-Stunden-Nachrichtensender für das Lisa und Malta-Tal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir freuen uns. Der SV Malta wurde vor wenigen Tagen in der Cold Water Challenge nominiert und wir berichten exklusiv von den Gößfällen im hinteren Malta-Tal, wo sich dieser Augenschmaus abspielte, zu dem auch die internationale Presse geladen war. Ich melde mich hier live von den Gößfällen im hinteren Malta-Tal. Mein Name ist unten eingeblendet, genauer gesagt von dem ersten der drei Gößfälle. Hier hinter mir ist eine sehr junge und sensationelle und aufstrebende junge Mannschaft, die von einer mittelmäßigen Provinzmannschaft aus München herausgefordert wurde, bei der sogenannten Cold Water Challenge mitzumachen, was immer das sein soll. Wie Sie sehen, haben wir 30 Grad und herrlichen Sonnenschein. Die Mannschaft hinter mir sieht diese Aufgabe natürlich wie jeder ihre Aufgabe tapfer und furchtlos ins Auge. Vielleicht können wir kurz mal den Trainer, den Herrn Rudi Karner, hierher holen für ein paar kurze Worte. Herr Karner, na wo ist er denn? Ja, jetzt sehen wir, der Trainer der Mannschaft, Rudi Karner. Herr Karner, Sie haben die Mannschaft erst vor kurzem übernommen. War es wirklich eine schwierige Aufgabe? Ja, ich war sehr empfehlenswert. Weil so jung, wie sie zurzeit sind, und auch konditionell waren sie nicht so gut drauf, aber es geht. Ich werde das Beste draus machen. Ich denke auch, Sie haben einen sehr guten Start hingelegt, wenn man mal die Leistungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt, ist das wirklich toll gelaufen. Und so kann es doch nur weitergehen, oder? Ja, wir hoffen, dass es so weitergeht. Eine schwere Herausforderung, aber sicherlich eine machbare. Vielen Dank, Rudi Karner vom SV Malta. So, das war das Interview mit Rudi Karner. Wir schalten jetzt gleich live zum Berg hinunter, wo die jungen Spieler schon bereit sind für die Challenge. Hallo. Ja, Sie sehen hier, das ist natürlich Natur pur. Und im Hintergrund sehen Sie schon die Mannschaft des SV Malta, wie sie schon gespannt auf ihren Auftritt wartet. Ich hoffe, es geht nun gleich los. Malta bedankt sich recht herzlich für die Nominierung beim FC Askök Münd und nominiert als erstes die Bärtengruppe Maltatal. Oh, ein schweres Los. Da müssen Sie aber ohne Ihre Masken auftauchen. Als zweites nominieren Sie die Redinger Burschenschaft. Oh, die Burschenschaft. Und als drittes und letztes die Laienspielgruppe Maltatal. Oh, die Laienspielgruppe. Da müssen Sie aber ohne Schauspielern durchkommen. Wie gesagt, Sie haben jetzt 72 Stunden Zeit, sonst bekommt der SV Malta von Ihnen eine Grillerei und ein Fass Bier. Mit diesen Worten gebe ich zurück ins Studio und wünsche allen ein gutes Glückfrosch! Glückwunsch!